Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Und wie versprochen ist diesmal wieder Dreambird in der Leitung. Hallo! Hallo! Ja, wir hoffen, dass wir es jetzt einigermaßen wieder geregelt bekommen mit der Übertragung. Ja, war ein bisschen kritisch in der letzten Zeit. Mal gucken, ob es jetzt geht. Wir sind jetzt mitten hier im Nirgendwo. Ich habe da so ein kleines Stückchen Land gefunden. Und ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, was da ist. Ne? Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Hast ja letztes Mal eine schöne Rundra... Oh. Nie hätte ich gedacht, dass es am Südpol so düstere Orte gibt. Ich weiß nicht, am Südpol, okay. Seltsam, das sind Grabsteine. Und das hier? Am Ende der Welt? Okay, das klingt ja scary ein bisschen hier. Ich habe mir den Südpol ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja. Grabsteine. Ganz, ganz viele. Sagt nichts dazu. Oha. Sieht aus Toten. Wie eine Art Altar. Nett. Sagt er zu dem auch was? Ja. Sieht aus wie eine Art Altar. Ja, wir sollen da ja noch nicht hin, aber ich bin halt so neugierig. Ich habe Standbild und du wirst ein bisschen komisch mit der Stimme gerade. Okay, das ist nicht gut. Wir melden uns hoffentlich gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Die technischen Probleme momentan, die wollen einfach nicht aufhören. Da haben wir echt Pech momentan. Irgendwie immer nur beim Super Nintendo Emulator. Fragt uns nicht warum. Beziehungsweise, wenn ihr eine Ahnung habt, dann haut's raus. Irgendwie ist merkwürdig, ne? Jedes andere Projekt geht, nur Super Nintendo macht extreme Schwierigkeiten. Und da auch nicht alles. Ich hatte ja mal einen Test gemacht mit wem anders, also... Das ist echt kritisch momentan, aber wir würden es halt gerne zusammen machen. Sollte sich das nicht einrenken, gut, dann werden wir es eventuell doch irgendwie wieder alleine durchziehen, so halt, ja, Alternate-typisch. Naja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Timber wird einfach Bescheid sagen, wenn ich mich wieder bescheiden anhöre. Ja, ja, richtig. Wir gehen jetzt mal in das Höhlchen da rein. Das kommt mir auch ein bisschen mysteriös vor. Ich weiß, es sind nicht alle davon begeistert, wenn man ein bisschen was vorne wegnimmt, aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, zwecks Orientierung und dass man sich schon ein bisschen drauf einstellen kann, was da kommt. Aber ich kann, ja, euch, richtig. Ich kann euch aber versprechen, ich denke, wir machen heute schon noch, zumindest gucken wir uns mal die Grundstory noch ein bisschen an. Ich glaube, allzu viel gibt es nicht mehr zu entdecken. Jetzt sind wir gerade in der Eishöhle und ich muss sagen, die sieht schon krass aus. Also sieht innen nett aus, ja. Okay, jetzt bin ich irgendwo runtergefallen. Ich, mal gucken, vielleicht... Man rutscht hier auch, merke ich gerade. Okay, da kann ich drüber springen. Oh, Schätze. Ah, immer her damit. Na komm, ach ja, von vorne, sorry. Ja. Oh, wir bekommen den Nixenmantel, okay. Das klingt gut. Und das Vitalelixier. Das möchte ich mir genauer angucken, vor allem diesen Nixenmantel. Ich meine, davon war auch mal die Rede. Von irgendjemand hat es mal angesprochen. Ach, interessant. Diese Dinger da, da kommen auch noch Rüstungen dazu. Aha. Oh, 14 hoch, sehe ich das richtig? Moment. Plus 43. Nixen tragen ihn an kalten Tagen. Okay. Zum Vergleich, tatsächlich, boah. Das ist krass, hier haben wir... Ist ja mit 29 rumgerannt hier. Nicht ohne. Das ist mal ein netter Bonus. Allein deswegen renne ich gerne in optionalen Gebieten rum. Ganz genau. Sehr fein. So. Gut, und das Vitalelixier war doch sowas, was wir gleich benutzen können, ne? Ja, das ist irgendwie plus irgendwas. Mhm. Wo haben wir es denn? Ach, da. Auswählen, ja. Getrunken. KP steigt um 5. Ja. Sehr fein. Und dann kann man hier raus. Das war lohnenswert. Ja, so die ganze Welt mal zu umschiffen, das lohnt sich. Absolut. So, und wieder drüber springen. Ja, super Fail mal wieder. Ich habe übrigens letztens mal... Ach komm, ich muss doch da wieder durchkommen hier.
Nee, es geht nicht. Kann ich nicht von links rum? Warum kann ich eigentlich nicht von links rum? Es sieht so aus, als könnte ich da durch, aber... Ah, das ist irgendwie dunkel. Geht irgendwie nicht. Ah, eben ging's. Okay. Ich habe letztens mal Tamiko-chan gefragt, Grüße an dich, falls du das siehst, wie weit wir im Spiel fortgeschritten sind, jetzt wo wir das Schiff haben, und sie meinte, ja, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel vor uns. Oh ja, ist ja nicht verkehrt. Klingt beruhigend, ne? Ja, wenn das jetzt beunruhigend klingen würde, dann müssten wir uns fragen, ob wir das weitermachen sollen. Ja, wir ziehen das definitiv durch. Es wäre, also gerade für mich wäre es irgendwie eine Schande, dass das einzige Super Nintendo Rollenspiel wäre, das ich jetzt nicht gezockt hätte. Ja, das geht ja mal gar nicht. Nee, aber es ist ja auch wirklich ein gutes Game, also kann man nichts sagen. Auf jeden Fall. Also jetzt ist es das auf jeden Fall. Der Anfang war etwas... Ja, das stimmt. Stockend, würde ich mal sagen, aber... Der Anfang war träge, das stimmt, ja. Oh, Australien, okay. Ja, ich glaube, so... Waren wir auf der Insel? Haben wir da schon mal geguckt? Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren mittlerweile... Ja, da waren wir schon mal. Bin mir sicher, da habe ich eins oder zwei Schätze abgecached. Genau. Ja, ich glaube, wir haben es in der großen Ganzen... Was ich jetzt gerne noch machen würde, falls ich es jetzt zufällig finde, ist nochmal nach dieses Neu-Tokyo gehen. Da habe ich ja diese nette Sequenz mit diesem Geist gehabt. Und da gab es angeblich dann ein neues Haus, was wir uns gar nicht angeschaut haben. Aha, hat das jemand geschrieben? Ja, der gute Slayer natürlich. Sag ah ja, wer sonst? Unser Allwissender. Ja, aber mal gucken, ob wir das jetzt nochmal finden. Was waren das nochmal? Ne, das ist alt. Europa. Ja, da waren wir. Das ist nicht das, wo ich hin will. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Das war in diesem Mitteldingens da. Jetzt muss ich nochmal ganz könnte nicht da jetzt rechts hier... Könnte da nicht irgendwo diese Modetante sein da? Ah, das könnte auch sein, dass da diese drei Moden-Mädels waren hier, ne? Entweder hier oder da weiter oben, in dem, da ist ja noch eins. Ich meine, ich habe auch mal, ich meine, ich hätte halbherzig hier ein bisschen geguckt, aber nichts gefunden. Ja, ich glaube, hier war es... Moment mal, was war denn hier nochmal? Ach nee, das war das Quadros. Slayer meinte auch, man soll sich nochmal im Schloss umgucken. War das nicht das Schloss? Wir gucken mal eben mal. Ja gut, das ist irgendein Schloss. Aber Slay meinte, wir sollen in irgendeinem Schloss nochmal gucken. Aber das ist ja ein Dungeon-Schloss. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß was gucken sollen. Da ist jetzt auch kein Buch drauf, ehrlich gesagt. Ist das immer noch ein Dungeon-Schloss? Wir hatten doch eins gesäubert. Ja, hier sind... Ah, nee, das ist immer noch eins, ja. Okay. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Bin mir jetzt nicht sicher, welches, aber... Ja, wir müssen uns da echt mal einen Plan machen. Das ist ja... Hä? Jetzt komme ich jetzt nicht mehr runter, hallo? Verlaufen. Ging's ja hier nicht runter. Bin ich jetzt blöd? Hallo? War irgendwie durch die Mitte? Ne, nee, geht doch gar nicht. Moment. Kannst du da nicht mit einer Seite lang? Denke ich auch, aber geht irgendwie. Nein, dann. Ah, jetzt okay. Irgendwie ja, hab ich okay. Blöd gehangen. Okay. Irgendwie habe ich blöd gehangen. Ja, das kommt in diesem Spiel häufiger vor. Ja, in der Tat. So, wir sind an Ahola. In Ahola? Ne, im Hospital waren die Mädels nicht. Die hatten schon ihr eigenes Haus. Richtig. Ach, das ist das Inn. Das sind sie natürlich auch. Aber hier hast du, glaube ich... Hier hast du, glaube ich, letztes Mal schon geguckt und da waren sie, glaube ich, nicht. Da ist ja noch eine Stadt weiter oben. Das könnte sein, dass er da ist. Ah, ja. Ja, stimmt, stimmt. Da habe ich geguckt und nichts gefunden. Dann bin ich einfach wieder weggegangen. Gut, gucken wir mal ganz schnell in die andere Stadt. Da oben, genau. Genau, da oben. Da war ja dieses Zollhäuschen, genau. Das brauchen wir nicht. Da jetzt. Ja. First Ave, okay. Und den Namen kann ich mich gar nicht mal erinnern. Nee, ich euch auch. Ah, wir haben ja da auch, glaube ich, den Bürgermeister gewählt. Haben die das umbenannt oder so? Ja, wahrscheinlich.
Was wird mit Loire geschehen? Sorry, ich habe eben geschlafen. Kein Problem. Sagt sowieso nichts weiters. Magst du Blumen? Ich darf erst nach Hause gehen, wenn alle verkaufen. Ah, okay, das hatten wir auch schon mal damals. Stimmt. Ja, genau. Kennen wir alles, okay, machen wir es weg. Ich brauche keine Blumen, die haben wir eh schon. Ja, ja, hopp. Ja, ich bin zu knausrig, ich weiß. Kennen wir alles? Nee, wir suchen die Mädels. Nee, das Mädel suchen wir nicht. Ah, ich glaube, das war in einem späteren Ort. Das war, glaube ich, nicht hier, aber gut, gucken wir nochmal. Ich meine auch, dass es in dem späteren war, aber... Andererseits haben wir in dem späteren immer so alles durchgecheckt, meine ich. Ja, gut. Wenn wir schon mal da sind, was soll's, was soll's. Wir haben ja die Zeit, wir nehmen uns hier einfach. First Aid, also nee, der Name ist definitiv neu. Das hieß früher anders. Den haben sie geändert, ja. Sprich mal den Heinz an, ich will mal wissen, was der sagt. Mhm. Bitte. Wie viel wir hier... Der Schlüssel... Alter Text bisher. Ja. Ah ja, Gesetze geändert werden, ja, das hat er letztes Mal schon gesagt. Und immer noch schlappe 20% hier. Naja. Könnte besser sein, aber ich glaube, da ist jetzt noch einiges noch gar nicht offen, denke ich mal. Der Pierre, okay. Nee, ich, Sorry. Na, der ja. Händler. Nee, ich denke, da finden wir die nicht. Ich meine, das kam später, ja, das denke ich auch. Guckt aber nochmal auf diese Tafeln, damit da war doch damals... Also nicht auf die Tafel... Welche meinst? Sondern auf die, da wo die Wahl stattgefunden hat. Die da zum Beispiel, ja. Was da jetzt steht. Ja, was mit Hitler geschehen. Okay, das sagt aber gar nichts. Ach so, okay. Ja, scheint's, weil die Wahl vorbei ist. Geht's da eigentlich noch wohin? Ah, Second Ave, okay. Moment mal, ist das jetzt ein neues Gebiet? Ging das damals schon weiter? Kann mich nicht dran erinnern. Ein schwerreicher Mann lebt auf einer kleinen Insel im Norden. Er ist sehr großzügig und interessiert sich für Kunst. Okay. Müssen wir uns jetzt mal umgucken. Nee, das kommt mir bis jetzt neu vor. Hm. Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Das ist aber alt. Ja. Okay. Ja, warum haben sie das Dorf umbenannt? Das macht, das verwirrt jetzt nur. Okay, gucken wir mal weiter. Hä, hier ist noch ein Heinz? Man merkt, dass die Stadt auch ohne einen König auskommt. Aber irgendwie ist alles anders, finde ich. Louis hilft nun Jean. Er ist kein Trinker mehr. Achso, es war ein Mädchen, sorry. Ah, da ist Jean, okay. Jean hat mich gebeten, ihm zu helfen. Wir haben viel Spaß. Mhm. Okay. Also mir kommt es relativ... Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten gerade. Hallo, wie gefällt dir das wiedergeborene Loire? Ah, Loire hieß das früher, genau. Ja. Es steht uns noch viel Arbeit bevor. Ich werde weiter studieren. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen, etc., etc. Okay. Da ist nichts mehr. Aber das war interessant mit dem reichen Mann. Ich habe doch auch von so einem komischen reichen Typen in Tokio da gehört. Ja, und ich habe ihn, glaube ich, auch im letzten Part gefunden. Das war doch dieser Typ, der auf der einsamen Insel lebte. Also, wenn sie den meinen, ich weiß ja nicht. Ach ja, stimmt. Ach, da warst du ja, genau. So, Kellerei. Was gab's hier nochmal? Ah, oh, frisch und dann super lecker. Verdammt entspannend. Ich habe einen neuen Wein. Willst du mal probieren? Aber sicher doch. Ich bin bereit, ihn zu testen. Aber wird er schmecken? Aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieße ihn. So, ich muss an der Stelle sagen, unser aktueller Aufnahmetest hier funktioniert wunderbar. Also wir hatten in unseren früheren Tests immer so eine 1 Sek
Sekunde hatten wir so eine, ja, eine Delay. Haben wir momentan überhaupt nicht, also... Oh ja, ich wollte dich... 100% wollte ich schon fast fragen. Ich wollte dich schon fast fragen, wie es jetzt eigentlich ist mit meiner Synchronität. Ja, 100% momentan, Sing- also wie früher. Wahnsinn. Na, das ist super. Ah, da ist... Was auch immer geschieht, wir werden die... Wir werden nie für die Masse produzieren. Boah, das finde ich gut. Oh, hier ist ja einiges fleißig am Werk hier. Die Stadt wuchs, doch mein Leben blieb gleich. Wie langweilig. Mhm. Na gut, ich glaube... Selbst nach dem Tod des Königs fertigt Madame Netty teure Kleidung an. Keiner will teure Kleidung kaufen. Der Laden wird zugrunde gehen. Wäre doch auch was für die Mädels, oder? Vielleicht werde ich ja auch bald kündigen. Oje, oje. So, da hinten noch die eine. Ich bin Mary. Du reist viel? Dann hätte ich eine Bitte an dich. Lass hören. Willst du mir zuhören? Ja. Welchen Gefallen kann ich dir tun? Danke, ich habe ein paar meiner Stücke hier. Verkauf die Mode in einer anderen Stadt. Sie soll bekannt werden. Kann ich dich zum diesen Gefallen bitten? Aber sicher doch. Klar, ich nehme deine Kostüme mit. Wirklich? Danke, vielen Dank. Und wir erhalten Kostüme. Also wenn das jetzt nicht für die Mädels ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt müssen wir sie unbedingt finden. Jetzt haben wir es definitiv, diese Sidequest. Gut, dass wir hierher gegangen sind und ja, gut, dass wir uns hier nochmal genau umschauen. Die haben sich da echt weiterentwickelt, definitiv. Das finde ich sehr interessant. So, du verkaufst immer noch Croissants oder was? Möchtest du ein frisches Croissant? Wow, 10 Taler pro Stück. Ja, ja, mit. Wow, das sieht lecker aus. Ich nehme eins. Lass es dir schmecken. Hier scheint es ja zu schmecken. Definitiv. Definitiv. So, hallo Mädel. Sprich mit mir, Mädel. Pierre ist sehr geschickt. Er hat meinen Anhänger wieder repariert. Oh, schön für dich. Okay, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich würde gerne ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen. Okay. Ah, das ist wirklich interessant, was die Leute alles... Ja, und dann kommt man später wieder und dann haben sie es vielleicht, oder... Mhm. Mary, eine begabte Näherin, arbeitet für Madame Netty. Die fiese Madame Netty behandelt das arme Mädchen sehr schlecht. Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann hier ein reicher Mann werden. Ja, dann hau mal rein. Ja, es ist wirklich groß geworden, also... Okay, da ist niemand drin. Ich glaube, dann sind wir durch. Ich werde es jetzt nochmal kurz in meinem Auge überprüfen. Nee, da war mal drin. Bei dem waren wir... Ja, ich glaube, wir waren überall. Mhm. Ja, genau. Da von rechts haben wir angefangen. Ja, ich denke, wir waren überall. Ja, sehr nett. Also, geil, wie sich das weiterentwickelt. Dabei ist das Ding erst bei 20%. Wer weiß, wie sich das noch mehr entwickeln könnte. Keine Ahnung. Mhm. Ja, da kann man wahrscheinlich gerade mit diesen ganzen zeitoptionalen Städteentwicklungsgeschichten kann man das Spiel wahrscheinlich sehr lange ausdehnen. Richtig, und ich denke mir, wir gehen jetzt einfach mal in diese Burg rein und da sehen wir auch schon wieder was Neues, nämlich ein Kristall. Den haben wir damals bestimmt nicht übersehen. Nee, bestimmt nicht. Du hast genug, genau 60 Sekunden und musst so viel essen, wie du nur kannst. Oh, das ist eine geile Aufgabe für mich. Vorsicht, es gibt Speisen, die dir nicht bekommen. Okay. Fertig, los. Ja, los geht's. Wir fressen einfach alles in uns rein, was wir da sehen. Gott,
Das ist genau die richtige Aufgabe für Ark. Ach du Kacke. Ja, wir sammeln Punkte, wie ich das so unten ablese. Gut, ich kann nicht viel schneller machen, wie er frisst. So, jetzt gehen wir alles aufessen, John. Du musst oh, alles jetzt essen. Hat er was Böses erwischt, aber gut, das sieht man ja nicht. Ach Gott, da geht's ja noch weiter. Da gibt's noch mehr Tische. Oh, scheiße. Ordentlich ja. Punkte. Das ist wieder so ein Minispiel, so ähnlich. Ah, jetzt hat, es gibt halt auch Nieten, aber gut, die kann man ja nicht auseinanderhalten. So. So ein ähnliches Minispiel wie das eine da, ne? Dieses... Ist aber nett. Ja. Keine Ahnung, wie viele Punkte man braucht, um was zu bekommen. Jetzt haben wir 20 Punkte, fast. Ach, jetzt verbrennt er sich wieder, der Honk. Warte mal. Da, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich geh mal an diese Äpfel da. Oh ja, die geben gleich 3 Punkte. Das war geil. Aber gut, ich weiß nicht, ob... Ah, das sind noch mehr von diesen Äpfeln. Ja, die geben aber nicht mehr so viel. Okay. Das waren nur die versteckten. 24 Punkte. Die Zeit ist auf 24 Punkte. Mal gucken, was jetzt passiert. Und? Kriegen wir jetzt was? Übrigens, du hast schon gegessen. Hä? Ich vermute mal, es reicht wieder nicht. Der Kristall soll dem gehören, der die erforderliche Menge verdrückt. Okay. Ja, das ist wieder so ein Minispiel wie das eine Wettrennspiel, was wir hatten. Ah, da wäre noch so ein Ding gelegen. Ja, das ist ein bisschen Glücksspiel, ne? Wenn man halt diese Nieten erwischt. Aber ehrlich gesagt, der Kristall, der lockt mich jetzt nicht so. Mich auch nicht. Ich bin überhaupt nicht scharf auf die Dinger. Ich weiß. Hä, Moment, die Burg war tausendmal größer früher. Gibt es nur noch diesen Fresssaal hier? Das ist ja total heruntergekommen dann jetzt tatsächlich. Ich weiß noch, wie wir früher da rumgeirrt sind. Naja, gibt ja auch keinen König mehr. Gibt ja jetzt Demokratie oder sowas. Ja, super. Jetzt gibt es nur noch einen Fresssaal. Ja, ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang in ältere Käfer aufhalten und so, aber ich glaube, es ist ja auch hier und da noch gar nicht alles freigespielt und so. Wir sollten vielleicht erst noch ein bisschen mit Story weitermachen. Eigentlich möchte ich jetzt da wieder links rüber, da, Moment, wenn ich da vielleicht links raus... Nee, das geht ja gar nicht. Moment. Das geht ja... Da muss ja dann links rüberkommen. Moment mal. Habe ich jetzt einen Blick... Einen Knick in der Optik her? Ich komme irgendwie nicht mehr nach links. Das kann doch nicht sein. Ich stoße immer gleich an das Dorf. Ah, jetzt, okay. Einfach durchs Dorf, okay. Ja, vorbei an den Zoll. Wir wollen wieder zu unserem Schiffchen. Da haben wir geguckt. Ja, diese Mode-Tussis, Mensch. Wir haben jetzt noch, wie lange haben wir noch? So circa knapp 10 Minuten. Werden wir die noch finden hier? Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal eben endgültig mit der Story weiter. Sonst müsste man in alten Partner mal gucken, wo die waren, in welchem Dorf. Es gibt... Moment, wir sind damals, ich weiß noch genau... sind wir ja das erste Mal Schiff gefahren, da konnte man noch nichts machen. Ich glaube, wir sind dann einfach einmal um die Welt herum, am anderen Kontinent dann raus. Und dann waren wir da. Ja, das war das, was wir als nächstes angesteuert haben. Unsere Lieblingsdörfer sozusagen. Die müssen da sein, denke ich mal. Bei Liberit, ja. Aber ich weiß, dass du das damals auch schon gecheckt hast. Ich glaube, ich auch. Diese Dörfer, die verfolgen uns noch in unseren Albträumen. Laden. Magier, nee, die waren irgendwo in so einem kleinen Haus, separat, irgendwo drinne. Ja, das hat auch schon wieder ein Symbol, das wird's nicht sein. Ja, das war die Kneipe. Okay. Ja, an die erinnere ich mich gut. Das sind sie doch. 3 Mädels, sind die das? Ja. Wenn es um Mode... Okay. Oh, sorry, ging automatisch. Geht gerade alles automatisch. Okay. Du hast ja so recht, ja. Zeigst du uns etwas? Jetzt sind wir wieder. Das uns gefällt, werden wir dich belohnen. Ja, dann genau. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr uns... Ja, komm. Ah, ja, gut. Wir müssen vielleicht das Ganze ausrüsten. Moment. Wahrscheinlich. Wo
Hammerslin. Ja, Kostüm. Das müsste ich ja schon mal an irgendeiner Stelle machen. Möchtest du das anwählen? Ja, ausgerüstet. So. Und jetzt meistens nochmal ansprechen. Grande Madonna, wo hast du diese Klamotten her? Traumhaft. Gibst du sie uns? Aber sicherlich, Mädels. Gleich mal umziehen hier. Also, wenn ihr sie unbedingt haben wollt, nehmt sie in Gottes Namen. Wow, wirklich? Yippie, juhu! Bitte nimm das, vielen Dank, Süßer. Ark wird mit Küssen bedacht. Ui, auch nicht schlecht. Sein Blutdruck erreicht ungeahnte Höhen. Ja, das ist eine nette Belohnung. Doch, ich bin zufrieden. Ja. Kann ich sonst noch was Irgendwas für euch tun? Willst du länger hier bleiben? Wir wollen uns ändern. Ja, okay. Das machen sie anscheinend jetzt nicht. Okay. Ja. Wollen wir nochmal das probieren, was ich ursprünglich probieren wollte bei den Mädels? Du wolltest... Ah ja, genau. Du wolltest was umziehen. Ach, guck mal. Jetzt haben sie sich neu eingekleidet. Hast du recht, ja. Sehr stylisch. Ah, verdammt, ne? Haben sie erst gemacht, als man den Raum gewechselt hat, diese... Ja. Ne, wir können es natürlich probieren. Wobei ich glaube, dass es nichts bringt, weil das ja in unserem Rüstungsdingens ist. Das andere war im Inventar, ne? Ja, aber... wenn wir schon mal da sind, das war der Flickenumhang, ne? Glaube ja, ein schäbiger Mantel, aber stand da kein schöner Mantel, oder? Ah, verdammt, falsche Taste. Kein schöner Mantel, ja. Genau. Und dann war noch irgend sowas. Ah, erstmal das. Mal gucken. Mal gucken. Sieh nur die Kleider, die du uns gabst. Ach so, okay. Sie passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Ja. Okay, gut. Das bezog sich jetzt nicht auf unseren... Nee, da frage ich mich echt, wozu dieser komische, schäbige Mantel sein soll. Ja, ist seltsam, ne? Naja. Vielleicht macht's später noch einen Sinn. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, dass da hinten noch eine Tür rausging und dass da so ein Typ war. Moment, wir reden mal kurz mit dem. Guten Tag, ich bin das Hausmädchen. Ja, okay. Ja, ob ich es hasse? Eigentlich nicht. Heutzutage ist das eben so. Aber das ist auch neu jetzt, ne? Den gab's früher nicht, da bin ich mir ganz sicher. Ja, die Städte entwickeln sich irgendwie. Sehr interessant. Also, boah, da kann man sich ewig dann drin verweilen. Da müsste man ja immer wieder besuchen und die Häuser checken und alles. Boah, ich glaube, das machen wir dann erst nochmal, wenn wir ein bisschen Story weitergemacht haben. Ja, Freunde, die 30 Minuten... Ach, jetzt bin ich schon wieder reingerannt. Die 30 Minuten sind fast voll. Ich würde aber gerne dem Dreambird zuliebe noch... dahin rennen, wo wir als nächstes weitermachen. Ach, da sind wir ja schon. Nämlich in der Höhle. Da habe ich nämlich was gesehen. Da hat uns Slayer auch drauf hingewiesen. Das würde ich mal ganz schnell testen. Ob das wirklich die Stelle ist, damit wir nicht gleich im nächsten Part hängen oder sowas. Mhm. Und wenn das klappt... Ah, oh, da ist ja ein Vieh drin, verdammt. Ja, genau. Jetzt möchte ich erstmal die Fische da killen, sonst nerven die mich. So. Das da, diese Blubberblasen, das ist mir aufgefallen. Mhm. Ob man da irgendwas machen kann? Tatsächlich, wenn man A gedrückt hält, schwimmt er automatisch zu den nächsten Blubberblasen. Ja, das muss man auch erstmal wissen, dass man da... Interessant, okay, da komme ich nicht durch. Dann vermute ich mal, dass es dann hier weitergeht. Ich denke, das ist ein... Ja, jetzt hast du halt wieder den Action-Part abbekommen. Aber gut, das relativiert sich dann irgendwo wieder, denke ich mal. Okay. Ja. Ja, nach so viel Welterkundungstour tut ein Dungeon vielleicht auch mal wieder gut. Schaltet daher das nächste Mal wieder ein bei Dreambird, wenn es wieder heißt Let's Play Terranigma und mein Gast hat die letzte Worte. Ja, schaltet... Ja, das hat John schon gesagt. Schaltet wieder ein. Also ja, danke, dass ich wieder dabei sein konnte. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao.